Wird uns China, wird uns der Erfolg dieser Nation in Europa zusammenschmieden, weil wir immer dann, wenn es ein äußeres Bedrängnis gab, in Europa zusammengefunden haben? Ob das bisher so war, bezweifle ich, aber lassen wir das beiseite. Was ich unterstreichen muss, ist der Umstand, gleichzeitig ist die Weltbevölkerung explodiert und gleichzeitig schrumpfen alle europäischen Völker der Zahl nach. Wir sind heute weniger Menschen in Europa als vor 50 Jahren. Die Geburtenhäufigkeit ist abgesunken, zum Beispiel in Deutschland, auf 1,4 Geburten pro Frau. Es waren einmal 2,3%. So viel braucht man ungefähr, um den Bestand eines Volkes gleichzuhalten. Wir haben den Bestand nicht gleichgehalten, sondern die Deutschen sind geschrumpft. Wir haben es bloß nicht gemerkt, weil die DDR dazu kam. Da waren wir so begeistert davon, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass wir schrumpfen. Aber wir schrumpfen. Die Italiener schrumpfen. Die Skandinavier schrumpfen. Es gibt kein Volk in ganz Europa heute, das nicht schrumpft. Und es gibt kein Volk in Europa, das heute nicht wesentlich älter wird als früher. Das durchschnittliche Leben, die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa ist um ungefähr 2 Jahrzehnte gestiegen im Laufe der letzten 100 Jahre. Genauer gesagt, im Laufe der letzten 70 Jahre. Aber was sagt uns das in Bezug auf unsere europäischen Pläne, Herr Schmidt? Das sagt uns in Bezug auf unsere europäischen Pläne, dass wir dringend nötig haben, uns zusammenzuschließen, wenn wir nicht eines Tages an den Rand der Weltpolitik und der Weltwirtschaft geraten wollen. Das große Problem, das wir haben, ist die Tatsache, dass wir anders als die Chinesen in mehr als 30 Sprachen uns miteinander verständigen müssen. Und einige schreiben auch noch ganz anders, mit anderen Buchstaben. Zum Beispiel die Griechen haben andere Buchstaben als wir. Die Serben haben andere Buchstaben als wir. Die Verschiedenheit der europäischen Sprachen ist das große Hemmnis. Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn wir alle Englisch sprechen. Aber das werden die Franzosen nicht zulassen. Noch nicht.